Herz- und Kreislaufsystem. Das Herz- und Kreislaufsystem besteht eben aus zwei Teilen, nämlich Herz- und Kreislaufsystem. Herz hat die Aufgabe, den Menschen mit Blut zu versorgen, beziehungsweise über den Blutkreislauf alle möglichen Stoffe im Menschen weiterzugeben. Herz-Kreislauf-System, darüber werde ich noch einen längeren Vortrag geben, kann gesund gehalten werden durch gesunde Ernährung, durch Körperübungen, durch Entspannungstechniken, durch positives Denken und ein liebevolles Herz. Man weiß, dass das Herz-Kreislauf-System unter allen Systemen des Menschen ganz besonders auf Psyche anstimmt. Oder anspricht. Es ist also ganz besonders wichtig, dass du lernst, gesund zu leben und auch gesund zu denken. Herz-Kreislauf-System oder Herz- und Kreislaufsystem wird stark von dem beeinflusst, wie du lebst. Natürlich, es gibt auch eine genetische Komponente. Aber hier ein paar Tipps für ein gesundes Herz- und Kreislaufsystem. Mache jeden Tag Yoga-Übungen. 20 bis 30 Minuten Asanas sind sehr gut. Wenn du noch 10 Minuten Pranayama-Atemübungen machst, umso besser. Übe jeden Tag eine Tiefenentspannung zwischen 5 bis 10 Minuten. Meditiere jeden Tag mindestens ein paar Minuten, am besten 20 Minuten. Lebe rein vegetarisch, am besten sogar vegan. Iss dabei Vollkornprodukte. Und ist genügend Eiweiß, zum Beispiel über verschiedene Hülsenfrüchte. Lerne, mit anderen Menschen freundlich zu kommunizieren. Entwickle eine gewisse Selbstliebe. Übe auch Hingabe zu Gott. Öffne dein Herz in Liebe zu anderen Menschen. Öffne dein Herz zu Gott. Öffne dein Herz insgesamt. Geh regelmäßig in die Natur. Mache Körperübungen, Herz-Kreislauf-Training, Konditionstraining, Ausdauertraining, zum Beispiel durch flotte Spaziergänge, Joggen, Fahrradfahren oder Schwimmen. Wenn du Sport in der Natur machst, wirkt es ganz besonders gut. Schaue auch auf die schönen Dinge im Leben. Mache dir nicht so viele Sorgen, sondern habe Vertrauen, Zuversicht und Optimismus. Das sind jetzt eine ganze Menge Tipps für ein gesundes Herz- und Kreislaufsystem. Auf unseren Yoga-Vidya-Seiten findest du für all das genauere Informationen und eben auch praktische Tipps, wie du das umsetzen kannst.